Jo Leute, was geht? Ich bin hier im Radquartier. Robin hat die komplette Halle umgebaut. Es ist richtig, richtig geil. Da ist ein riesiges Airbag, drei verschiedene Absprünge, das Foampad. Dann haben wir da hinten komplett neue Resi-Anlage und ein neues Trampbike hinten in der Ecke. Es macht mega viel Spaß, den Jungs beim Fahren zuzuschauen. Ich habe die ganze Crew gefilmt. Hello, this is David Gojek. Fabio Schäfer. Und Marc Diekmann. Erik Fettko hier. Werde mich auch morgen das erste Mal wieder aufs Rad schwingen und hoffen, dass es läuft. Okay Leute, Tag 3 im Radquartier. Ich bin jetzt soweit, habe alles abgefilmt, habe mein Fahrrad gerade aus dem Auto geholt, Luft aufgepumpt. Ich hatte die letzte Session, bevor ich in die Verletzungspause gegangen bin, meine Corona-Fair-Challenge gemacht. Es ist eigentlich ziemlich cool, einfach das Fahrrad in die Hand zu nehmen, ohne vorher einen einzigen Sprung gemacht zu haben und direkt wieder instant einen Flair zu machen. Jetzt sind wir in der Skatepark Mini-Ramp Section. Das letzte Mal war ich hier, glaube ich, vor 8 Jahren, oder Robin? Ich weiß gar nicht. Sowas, ja. Da bin ich auch hier oben an der Ecke mit dem Hinterrad hängen geblieben, ich glaube an der Lampe. Stimmt. Bei einem Flair. Ich könnte mir vorstellen, den einfach direkt hier nebenan abzuziehen. Muss ja nicht so schnell machen. Nur noch kurz die Kurbel festziehen. Ludwig Jäger, Take 1 von 1. Die Lava kühlt ja uns gut. Ich glaube, es ist gar keine Luft mehr drauf. Ist nicht so gut, ne? Ich glaube, die braucht schon wieder einen Service. Marcel, wenn du das Video siehst, muss man aber bald wieder vorbeikommen in deinem Keller und der Service. Läuft noch. Take 1 läuft noch. Take 1 von 1. Geil. Das sah komplett kontrolliert einfach aus. Ja, das ist jahrelange Übung. Plus 1 schon. Plus 1, oh. Ja, wir konnten so weit kommen, ja. So viel Action. Alter. Ja. Krass. War schon über dem Logo? Ja. Echt? Na gut. Aber auch mit Hinterrad? Ja. Aber ich war nicht kopfüber. Noch nicht, aber warst auf jeden Fall schon also über dem Logo, ja. Halb besiegt. Beim nächsten Mal gehe ich dann komplett kopfüber. Für heute reicht mir es aber erstmal nach der langen Pause. Ich mache jetzt noch eine letzte Line und dann gehen wir rüber zum Airbag. Jo, wir sind jetzt hier auf diesem gigantischen Airbag. Das ist wirklich eine riesige Fläche und wir fangen jetzt auch direkt an mit diesem Kicker. Ich bin noch gar nicht drüber gesprungen
und werde direkt versuchen, einfach mal Flat Spin rüber zu machen. Don't do this at Radquart hier. Dort hinten ist die Treppe. Ja. Du sagst einfach hochziehen. Ja. Hochziehen, abwarten. Und Flug genießen. Der zweite lief schon besser. Was auf jeden Fall richtig geil ist, dass man einfach hinfallen kann und sich nicht wehtut. Das ist wie ins Bett gehen. Also jetzt lasse ich mich komplett von oben reinrollen, ohne was wegzupushen und nutze einfach mal die Geschwindigkeit und dann sollte ich den eigentlich auch stehen. Habe ich gesagt, ich sollte ihn stehen? Ja. 3 plus 1 mal wieder. Auf geht's. Nein! Oh, oh. Plus 1 mal 1. Diesmal fahre ich noch schneller an und hoffe, dass das die Fehler ausmerzt. Auch das? Don't do this at Radquart hier. Da hinten ist der Ausgang. Jo, den kleinen Kicker haben wir jetzt abgehakt. Und ich dachte mir, für den mittleren Kicker mal wieder einen Backflip zu machen. Und zwar habe ich seit 8 Jahren habe ich keinen Backflip mehr gemacht. Ich werde den einfach einmal vorher im Frontflip probieren oder vielleicht sogar dreimal. Weiß noch nicht ganz genau, wie es läuft. Aber wenn das funktioniert, dann mache ich heute über das Resi einen Backflip. Und das wäre krass. Also wer mich kennt, der weiß, ich habe Angst vor Backflips. Auf geht's. Das habe ich falsch gemacht. Du hast einfach ein bisschen zu sehr gechillt. Das war eher so Nine Nights, der erste. Ja, ich habe zu viele Videos geschaut im Internet. So. Sobald das Vorderrad die Rampe verlässt, kannst du dich klein machen. Okay, hat es mich nicht klein gemacht? Ja, ging noch ein bisschen mehr. Dann wollte er wieder einen Flair. Das Kranke ist, Ludwig, der wäre halt in die Landung gegangen. Wir machen jetzt einfach direkt den Fats, den Flip-Spin. Den Flip-Spin, ja? Flip-Spin, genau. Und von hinten kann man dann entscheiden, wie viel Flat-Spin drin ist und genau, wie viel Flip. War schon ein Flat-Spin, ne? War schon ein bisschen Flat-Spin, aber war auch ein bisschen Flip mit drin. Ein bisschen? Ja. Aber war schon Flatspin. Ich würde es mir gerne nochmal von hinten anschauen, okay, und einmal filmen und dann können wir das gerne entscheiden. Wir machen jetzt nochmal von hier oben den Flatspin, Flip, Flipspin und schauen einfach mal, wie krass ich mich zur Seite lehne oder ob man dort drinnen tendenziell doch schon einen Backflip sehen könnte. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich im Formflip den Backflip besser rumbekomme, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ihr habt jetzt meine Versuche gesehen. Jo, und jetzt machen wir nochmal den Flipspin von hinten. Also ich will nicht spoilern, aber das war ein Flatspin. Das war ein Flatspin, ja. Das habe ich auch gemerkt. War richtig entspannt die Landung mal wieder. Ganz sanft hingelegt, ganz entspannt wirklich angekommen. Also könnte echt nicht angenehmer sein. Und deshalb mache ich das gleich nochmal. Aber vielleicht fahre ich trotzdem mal weiter zur Abwechslung. Ist schon ein Flatspin. Also. Ist schon ein Flatspin, ja. Aber es gibt noch den dritten Absprung. Würde ich keinen Backflip machen. Bei Langdistanz mache ich jetzt direkt ein Oppo 260 drüber. Ich hoffe einfach, dass ich den richtig abziehe, weil ich bin noch nicht einmal über den Kicker rüber. Das muss ich auch nicht ins Video. Mit dem Hinterrad, da war eine Fliege. Auf meinem Vorderrad, das geht gar nicht. Auf jeden Fall springe ich aktiv ab, damit ich nicht mit dem Hinterrad hängen bleibe und dann läuft das. Yeah, yeah, yeah! Ich mache jetzt nochmal ein Oppo 360 und probiere mal auch eine kleine Kombination mit reinzumachen, die sich Robin jetzt aussucht.
Sag nichts Falsches. Krieg ich Vorlagen? Ich dachte, ich könnte einen Turbo probieren, einen Tabletop probieren, wobei der halt auch Oppo wäre. One Foot Hero. Also ich bin wirklich für Tabletop, weil ich einfach, weil ich den am stylischsten finde, glaube ich. Okay, falsche Antwort, das klären wir später. Es wurden okay, Fehler gemacht. Probieren Tabletop. What? Man hat den Tabletop gesehen. War gut, bestanden. War ausreichend? Ja, war ausreichend. Soll ich trotzdem nochmal einen Turbo probieren? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Heute ist ein Oppo-Tag. Mann, ich war nicht am Sattel. Ja, ich wollte gerade fragen. Ich hätte den Sattel einfach anpassen sollen, ne? Aber irgendwie. Oh nee. 3 plus 1, einen hast du noch. Supergeile Session hier im Radquartier. Wenn ihr neue Tricks lernen wollt oder wenn ihr euch manchmal einfach nicht traut, über große Sprünge oder so rüber zu springen, hier kann man sich wirklich perfekt rantasten für jedes Level. Über die kleine Distanz, die mittlere, die große Distanz. Man kann hier in einem Formpit alles üben, was man möchte. Ihr habt gesehen, ich bin da kopfüber drinnen gelandet. Blend auch noch mal Clips von den anderen Jungs mit ein, wie die Rampen rocken. Abonniert meinen Channel, lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und ich sag bis zum nächsten Mal.